der finnischen und russischen Volksmedizin wird der Chaga-Tee seit vielen Jahrhunderten zur Behandlung von Magengeschwüren verwendet, mit sehr guten Erfolgen. Der Chaga-Tee wird aus dem wilden Chaga-Pilz zubereitet. Dieser Heilpilz wächst auf Birken, vor allen Dingen in Lappland und Russland. Die Vitalstoffe aus dem Chaga-Tee haben nach dem Trinken direkten Kontakt zu den Geschwüren, deshalb kommen seine entzündungshemmenden und wundheilenden Wirkungen zur vollen Entfaltung. Der Chaga-Pilz enthält mindestens 200 antioxidativ wirkende Vitalstoffe. Die bekanntesten sind Flavonoide, Mineralien wie das seltene Germanium, Triterpene, Vitamine und Sterole. Diese Stoffe haben im Verbund starke entzündungshemmende und wundheilende Eigenschaften. Sie helfen der Magenwand, die Wunden zu schließen und lindern Schmerzen. Außerdem wirkt der Chaga-Pilz antibakteriell. Er bekämpft die als Auslöser für Magengeschwüre geltenden Helicobacter pylori-Bakterien. Die Mechanismen, wie der Chaga-Pilz zur Heilung von Magengeschwüren beiträgt, sind vielfältig. Erstens, Chaga reguliert das Verdauungssystem. Der Chaga-Pilz besitzt die besondere Fähigkeit, Magen und Darm auf sanfte Weise zu heilen. Seine Triterpene können die Beschädigung der Magenschleimhaut durch schädliche Bakterien verhindern. Chaga-Tee unterstützt die Wundheilung im Magen und kann so Blutungen verringern. Zweitens, Chaga bekämpft Nahrungsmittelallergien. Nahrungsmittelallergien sind Immunreaktionen gegen Proteine aus der Nahrung. Diese Arten von Allergien sind manchmal der Grund für Magengeschwüre. Der Chaga-Pilz kann Immunreaktionen unterdrücken, die an Nahrungsmittelallergien beteiligt sind. Chaga ist stark entzündungshemmend. Magengeschwüre sind immer mit einem hohen Niveau an chronischen Entzündungen verbunden, die auch die Ursache vieler anderer Erkrankungen sind. Der Chaga-Pilz ist einer der stärksten entzündungshemmenden Stoffe. Viertens, Chaga verhindert oxidative Schäden. Oxidative Schäden sind verantwortlich für eine Vielzahl von gesundheitlichen Problemen. Freie Radikale und andere hochaktive Verbindungen greifen kontinuierlich die Magenzellen an und stören ihre normale Funktion. Der Vitalpilz regt auch die Reparaturprozesse und das eigenständige antioxidative System des Körpers an. Schließlich verhindert Chaga die oxidative Schädigung der Schleimhaut, indem er das Ranzigwerden von Fetten im Körper blockiert und den freien Sauerstoff verringert. Wie wurden Magengeschwüre in der Volksmedizin behandelt? Die Geschichte sagt, dass in Lappland, Russland und Japan die Ureinwohner seit mindestens 1000 Jahren den Chaga-Tee tranken, um damit alle Formen von Magenproblemen zu behandeln. Der Chaga-Tee war ihr Heilmittel der Wahl gegen Magenschmerzen, blutiges Erbrechen und schlechte Verdauung. Die Menschen der damaligen Zeit wussten aus Erfahrung, dass der Chaga-Tee die Schmerzen vermindert. Die Patienten tranken den Chaga-Tee so lange, bis sie keine Schmerzen mehr verspürten. Wie sieht die Chaga-Kur heute aus? Wie sollten sie vorgehen, um Magengeschwüre zu behandeln? Zur Behandlung der Magengeschwüre trinken Sie eine oder zwei Tassen Chaga-Tee am Tag. Eine Tasse sind 400 ml Chaga-Tee. Wichtig ist, dass Sie 400 ml Tee früh am Morgen auf nüchternen Magen trinken, mindestens 30 Minuten vor dem Frühstück. So werden die Vitalstoffe des Chaga-Tees am besten aufgenommen und so kann der Tee am besten auf die Magenwände einwirken. Einmal 400 ml Chaga-Tee reichen bei vielen Menschen schon aus, um die Schmerzen zu lindern und die Magengeschwüre zu kurieren. Es kommt nicht so sehr auf die Teemenge an, mehr auf die regelmäßige Einnahme. Es ist besser, eine Tasse regelmäßig zu trinken als drei Tassen einmal in der Woche. Wie lange dauert es bis zur Heilung der Magengeschwüre? Wie lange es dauert, bis sich die Magenwand schließt, ist individuell unterschiedlich. Bei manchen Menschen dauert es nur 1 bis 2 Monate, bei anderen 6 bis 10 Monate. Die Tendenz ist jedoch immer positiv, egal wo sie stehen, wie schwer die Probleme sind. Tendenziell hilft der Chaga-Tee, diese Probleme und Schmerzen zu lindern und letztendlich die Magengeschwüre zu heilen.